Yo, liebe Leute, was geht ab? Ihr seht das Nice Try Magazine. Es war David gegen Goliath. Alle gönnen mir, dass ich gewonnen hab. Mein Name ist Alex und ich habe heute Trettmann zu Gast an hunderten Orten in Deutschland getroffen, letzter Zeit, aber nie in Berlin. Ausnahmsweise bist du mal da, was geht? Alles gut, die Vibes sind ab, schönes Wetter, Sommer. Genau, wir sind im Gleisdreieckspark. Es steht ein neues Album an und ich wollte einsteigen mit einem Gedanken, der mir so seit geraumer Zeit, eigentlich seit ich weiß, dass ihr announced habt, irgendwie so durch den Kopf geistert, und zwar diese Floskel vom verflixten zweiten Album. Ich weiß nicht, ob die dir was sagt, so in Musikerkreisen, in Musikjournalistenkreisen, so ein stehender Begriff irgendwie, ich glaube, seit die Beatles am Start waren oder so. Und natürlich ist mir der Begriff oft durch den Kopf gegeistert, weil dein erstes Album jeglichen Rahmen gesprengt hat, du die Messlatte halt sehr hoch gelegt hast mit dem 6-Kronen-Album DIY, sehr, sehr viele Themenschwerpunkte auch schon abgearbeitet hast. Wie sehr ist der Druck jetzt da so vom zweiten Album? Also im Ursprung war der Druck eigentlich gar nicht so enorm, oder ich habe es gar nicht wahrgenommen, sondern eben auch jetzt eher so, als es um den Abschluss ging und die ersten Interviews so reinflatterten, ja, dass halt wirklich alle von diesem verflixten zweiten sprechen irgendwie. Ich wusste schon, dass die Leute alle schauen und DIY halt so eine Erwartungshaltung auch auf jeden Fall gefördert hat. So, aber ja, ey, ich arbeite mit Kitschkrieg jetzt, weiß ich nicht, seit 2015 zusammen. Wir haben all diese Platten gemacht, Bonus-EP, Palm aus Plastik, das Ding mit Megalo, vorher noch diese drei EPs. Kitschkrieg-EPs und dann eben DIY. Ja, wie soll ich sagen, ne? Man weiß, wie man miteinander arbeitet und jeder kann sich quasi auf den anderen auch verlassen. Und ja, es läuft sozusagen irgendwie. Okay, also gab's auch nie den Moment, so in der Entstehungsphase, wo du das Gefühl hattest, du oder Kitschkrieg zerdenken die Schritte, die man jetzt als nächstes macht? Weil es einfach gerade so, euer Status ist so derartig kostbar, dass man natürlich irgendwie als Außenstehender schon denkt, wow, man könnte extrem viele Fehler machen an dem Punkt. Weiß ich gar nicht so, ne? Weil wie gesagt, wir schauen halt zurück auf diese jahrelange Erfahrung. Ja. Und ich weiß nicht, was für Fehler man sich leisten muss, um das quasi kaputt zu machen. Weil das Sounding, die Lyrics, die Songs, all das, das ist so ein stetiges Ding. So, das reißt zum Glück nicht ab. Und ja, und lief halt auch seit DIY einfach stringent weiter. So, insofern war es eigentlich cool. Wir tun ja eh das, was wir immer schon machen, und das, wie ich auch singe, das, was uns happy macht. Insofern, stimmt, ja, ist es eine positive Sache, so alles in allem. Und weiß nicht, was passieren müsste, um das quasi zu killen irgendwie. Ja. Kann es mir fast gar nicht vorstellen, wenn du so ein bisschen mit offenen Augen agierst. So. Was so ein Impuls war, den ich hatte, als ich gehört habe, neues Album kommt, war halt der, dass natürlich das erste Album auch dadurch so gefeiert wurde, weil es so in sich schlüssig war, ne? weil es so konstant war, weil es als Album so gut funktioniert hat und weil die Leute diese Ästhetik so gefeiert haben. Ich habe darüber nachgedacht, ob ihr vielleicht den Schritt geht und an der Ästhetik einfach auch grundlegend Dinge ändert sozusagen für das neue Projekt. Habt ihr jetzt nicht gemacht, würde ich behaupten. Nö, nee, warum auch? Ahudert weiterhin am Start, alles schwarz-weiß. Ja, genau. Also ich meine, das ist halt so, die nennen wir es Arbeitskette. So, ne? Letztendlich Füssel und ich kriegen die Musik von Fidschi Chris und machen daraus Songs, Texte, arrangieren und so weiter, ja, und so fort. Und Ahudert macht im Endeffekt so das Visuelle, bebildert das Ganze. Und ich glaube, so richtig sieht man das dann eben halt so auf so einer Splash-Show irgendwie, wo halt die Visuals und alles zusammen mit der Musik über so eine große Anlage auch, also da tut sich die Welt, finde ich, so für mich persönlich erst richtig auf irgendwie. Ja, aber es gab keinen Grund, das zu ändern so, ne? Irgendwie, klar, das Handwerk wird besser, ne? Wir alle feiern. Ja. An unseren Skills. Ja, ja, voll. Irgendwie, und ja, und das ist auch der Look, der passt halt so. Warum jetzt mit Farbe reinkommen? Mm-mm. No. Nee, genau, und das, ich finde es jetzt am Ende auch den konsequenten Schritt, so auf, sag ich mal, Bewährtes zu setzen und das irgendwie weiterzudenken, auch die Kitschkrieg-Produktion. Hab halt auch festgestellt, dass ihr, ja, ich glaube, das ist auch ein Relikt aus dem Dancehall,
natürlich auch sehr gerne irgendwie euch selber nochmal zitiert oder du dich selber zitierst aus älteren Projekten, so, ne? Dass es immer wieder auch diese Neuauflagen gibt und man so das Gefühl hat, ihr kriegt es ganz gut hin, Dinge wertvoll zu recyceln halt auch, die irgendwie schon mal in dem ganzen Kosmos Trettmann-Kitschkrieg irgendwie aufgeploppt sind. So. Ich glaube, das, was du meinst, ist so dieses Version-Excursion-Rhythm-Wise-Ding, ja. Das quasi bestimmte Rhythms aus den 60s in Jamaika immer wieder recycelt werden, immer wieder neu interpretiert und instrumentiert werden. Ja. So, aber darum geht es ja nicht. Ich glaube, du meinst dann quasi so Songs wie Standard. Genau, oder ich mein so zum Beispiel aus Knöcheltief wächst Standard, ja. aus Standard wächst dann halt Gringo ist sauer und ja. so weiter und so fort. Das ist so eine ewige Kette halt ja. quasi. Also das kann man, ich finde, das ist eher eine Art von Sampling. Mhm. Also eher hip-hopisch irgendwie, aber es ging nie darum, jetzt irgendwie da irgendeinem Style zu entsprechen, sondern es war einfach so, dass Standard zum Beispiel, das ist halt so die Line in Knöcheltief, die halt immer mitgesungen wird. So, du machst die Musik aus, Mic Drop, boom. Standard. Alle waren am Start, genau so. Und das bleibt halt irgendwie hängen, so wenn du, weiß ich nicht, wie viele Shows du spielst, irgendwann sag ich, lass den Kram samplen. So, ja. Das macht halt Sinn. So, ne? Ja klar, und das Konzept ist ja unheimlich gut auch aufgegangen. Also diese Standard-Neuauflage will ich es nicht nennen. Wie nennt man es denn in dem Fall? Dieses Sample halt, ne? Ja, recyceln halt, kann man schon sagen. Hat halt gut funktioniert. Ja. Und allgemein, ich meine, Standard kam ja in der Zeit zwischen DIY und jetzt Trettmann, kann man festhalten, dass euch der Übergang zwischen den beiden Platten jetzt doch sehr organisch so geglückt ist. Was, glaube ich, auch daran liegt, dass ihr ja quasi in der letzten Single-Auskopplung, also in Billie Holiday, schon den ersten Song fürs neue Album angeteasert habt, so im Outro. Das war ein King-Move. Ja, aber wie schon bei DIY, so, es war halt nie, es ist nie wirklich absehbar, so, ne? Und also auch wenn ich sage jetzt irgendwie, man fühlt sich sicher mit dem, was man gemacht hat, man weiß natürlich nie, so was passiert und wird es wieder so angenommen. Es hat sich ja auch viel geändert, so, ich meine, darf nicht vergessen, ich war der DIY-Underdog, irgendwie alle haben gesagt ja und so ohne Industrie dies und das geil so, ne, was weiß ich, die Leute finden sich in der Person oder der Figur auch wieder irgendwie und gönnen halt so, ne? Das stimmt wirklich. Die letzten zwei Jahre waren halt nice, so jede Stage Show irgendwie, Leute singen halt mit, so es ist Liebe straight irgendwie und genau, jetzt muss man halt schauen, so, ne? Jetzt kommt man irgendwie anders daher, man ist eben nicht mehr der Underdog, so, genau. Ne? Die Erwartungshaltung ist da und ja, so, ne? Keine Ahnung, ich kann nur sagen, so, ich habe Bock und bin auch bereit dafür, so, ne? Auch wenn jetzt alles größer wird irgendwie und ja, schauen wir. Genau, das, genau der Punkt macht das Album ja zum verflixten zweiten Album, das hat ja gar nichts mit der Qualität des Albums zu tun, sondern einfach mit der Erwartungshaltung der Leute. Aber worauf ich gerade eher hinaus wollte, ist der Punkt, dass ja dieses Outro in Billie Holiday erahnen lässt, dass ihr sehr früh nach DIY eigentlich schon wieder im Studio wart für das nächste Album. Ja, und es geht noch nicht mal irgendwie ums nächste Album. So. Wir alle haben irgendwie die Erfahrung gemacht, dass so Pausen, gerade so beim Schreiben oder auch wenn du ein Dreivierteljahr nicht auf der Bühne warst, irgendwie das bekommt mir auf jeden Fall nicht. Ja. So, ich brauche dieses stetige Arbeiten irgendwie so. Das heißt, wenn irgendeine Line da ist, so schreibe ich sie nieder oder mache Sprachmemo. So ist es, ich darf nicht aufhören damit, so, sonst wäre ich faul und man weiß nie. So, vielleicht verliert man es ja auch wieder. So, ne? Ja, ist nicht vorausgesetzt, dass es halt so bleibt. Und insofern, Delicious war halt einer der ersten Songs, die halt so Album tauglich waren und wo auch sich schon so ein bisschen der Sound mit manifestiert hat, also insofern, dass man halt sagt, okay, man bringt halt so ein paar Abtempo-Nummern auch irgendwie. Genau, weil das muss man nämlich festhalten, das neue Album ist deutlich schneller, ich komme auch nachher nochmal drauf zu sprechen, dass der Rave eine größere Rolle spielt als auf DIY. Das ist auch genau einer der wichtigen Punkte, weswegen DIY eben nicht gleich Trettmann ist, sondern Trettmann wirklich dich auch nochmal in einem neuen Gewand zeigt. Ja, auf jeden Fall. Also, ja, straight. Wobei man sagen muss, dass wenn du Kitschkrieg nimmst und auch mich nimmst, irgendwie so die Einflüsse sind nach wie vor dieselben. So, ne? Also dieses UK Two-Step, Grimy, Rave-Ding, so, das war
schon immer da. Man hat es halt nur auf dem letzten Album nicht gemacht, aber es gab halt schon, was weiß ich, auf den Kitschkrieg-EPs schon ein paar Nummern, die in die Richtung gehen. Und das stimmt. Wenn du Kitschkrieg auch nimmst, irgendwie, wir waren jetzt mal vor 4 Monaten oder so, war ich das erste Mal in UK, in London irgendwie und ja, keine Ahnung, so, ne, die Sounds und alles, also Kitschkrieg berufen sich auf jeden Fall oft auf diese Blase da oder diesen Melting Pot London, wo halt so diese ganzen Styles auch zueinander finden, Sound System Culture, Dancehall, so West Indies, eben Grime und was weiß ich, Army, ja, ja. So, ne? Da kann man halt gut schöpfen, so, ne? Oder das sind so die Basics auch bei Kitschkrieg irgendwie. Ich habe auch beim Cover-Design, beim Cover-Layout und so, habe ich auch daran gedacht, dass das höchstwahrscheinlich eine Anspielung sein soll auf diese Garage UK Rave Culture, so. Okay. So. Du nicht so? Weiß ich, ja, es hat schon so einen urbanen auf jeden Fall. Ne? Ja. Also ich kann es mir halt gut vorstellen, so in großen Städten, was weiß ich, da als Poster an der Wand zu hängen. Ja, es hat schon und alles so ganz reduziert, ne? Und dann so neunmal dein Face und so die Höhen und Tiefen so rausgearbeitet. Ja, aber das ist eher so dieser Andy Warhol. Stimmt, ja, so. Ja, ja, ja. Also, ist und eh so Banksy. Alles, ja, vielleicht ist eh alles so ein Mix. Aber ich muss sagen, gerade so was den das Cover-Artwork und so weiter und so fort anbelangt, da kümmern sich halt Kitschkrieg drum. So, da bin ich gar nicht so involviert. Da bist du gar nicht involviert. Ja, und damit... Man fragt mich schon, ob ich es schön finde. So, okay, aber ich entwerfe... Was ist nochmal auf meinem Cover? Nee, aber da sind wir halt bei einem wichtigen Punkt eben auch, nämlich diesem ganzen Teamcharakter, so, der ja bei euch sehr einzigartig ist. Du hast direkt im Intro von den genialen Dilettanten gesprochen, die dich so umgeben und damit ja so umrissen, dass ihr euch A, immer noch sehr stark auf dieses DIY-Konzept ja auch irgendwie beruft und B, halt ein Circle an Leuten seid, die eigentlich autodidaktisch arbeiten, aber genau darin irgendwie ihre Professionalität und ihre Genialität irgendwie gefunden haben. Was ich mich gefragt habe, gerade als ich mir jetzt so die Splash-Show angeguckt habe und so, ne, diese riesigen Bühnen, wie lang ist das noch tragbar, dieses DIY-Konzept? Wo ist die Größenordnung erreicht, an der man einfach eingestehen muss, okay, wir müssen uns mehr Leute ins Boot holen, das funktioniert so alles nicht mehr. Also das ist schon geschehen. So, ne? Was aber nicht heißt, Marius macht so ein Management, wir haben so eine Buchhaltung, inzwischen mussten wir auch Leute anstellen, wir haben Grafiker inzwischen am Start, so einfach, weil es, wie du schon sagst, zu groß wurde. Aber das heißt ja nicht, dass man irgendwie noch in Eigenregie verfährt. So, ne? Und ich glaube, dass, ja, also wir alle wollen, dass das erhalten bleibt. Man weiß natürlich nie, wie es mal kommt und welchen Weg wir alle gehen werden, so, aber immer noch Liebe für DIY, so, ne? Irgendwie, der Style ist geil, so, warum anders, wenn es so geht. Ja, und dieser Dilettantismus, sagt man das so? Ja. Ja, sicherlich auch nachgelassen, jetzt im Laufe der letzten 2 Jahre, weil ihr einen unheimlichen Erfahrungsschatz aufgebaut habt, gerade was die großen Stages angeht, was große Features angeht, was eine riesige Relevanz angeht. Was sind so die Kernthemen, die du so mitnimmst aus den letzten 2 Jahren, aus dem ganzen Highlife? So, was ist der größte Lerneffekt für dich? Der größte Lerneffekt? Ich glaube, dass alles möglich ist, so, ne, irgendwie, und dass du, ich weiß nicht, die Prognosen damals irgendwie, was haben die Leute prognostiziert? So, du hast noch 2 Jahre, du bist so alt, Alter. Wie willst du zwischen Kanye und Rihanna mit dem Sound bestehen und so ein Kram irgendwie? Im Endeffekt hat man allen gezeigt, so, dass es geht. So, du kannst auch über 40 sein und also für mich stand das eh nie zur Frage, aber du kannst halt trotzdem noch gute Musik machen irgendwie und auch junge Leute begeistern, warum auch nicht? Also ich bin eh so groß geworden, dass es immer cool war. Ich habe auch alte Leute gehört und fand die geil. Ja, der größte Lerneffekt ist, dass alles ist möglich. So. Alles geht. So. Lass dir nichts erzählen. Mama hat gesagt, hol die Paper. Hab auf sie gehört, trotzdem River. Ja, ich würde natürlich auch gern noch ein bisschen tiefer ins Album und auch inhaltlich ins Album eintauchen mit dir und habe als allererstes halt festgestellt, wie gerade schon erwähnt, dass der größte Unterschied, den ich so rausgehört habe, zumindest inhaltlich und von den Lyrics her eben schon ist, dass die thematische Schwerpunktsetzung ganz, ganz anders gesetzt ist als auf DIY. Also es sind extrem viele so, ich sag mal, Herzschmerz-Songs irgendwie drauf, ne? Dieses Bye-Bye.
passt da in die Reihe oder hätten wir sein können, das Retro-Shirt, wenn du mich brauchst, aber eben auch viele Party-Tracks tatsächlich. Also es geht wieder viel mehr um Rave, so du weißt, dieses Montag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, wir bleiben wach, die Zeit steht still und so, ne? Es scheint also schon so, als hätte der Rave wieder eine größere Bedeutung in deinem Leben eingenommen als zwischenzeitlich. Wie kam das? Ja, weiß nicht, DIY und auch vorher war so eine Zeit, bin ich nicht wirklich häufig ausgegangen, hatte keinen Bock. So überall lief EDM und so, ja, keine Ahnung, so, es war einfach nicht mein Style. Insofern, als es dann losging, so mit dieser ganzen entschleunigten Musik, Travis Scott und hast du nicht gehört, so, das war eher mein Feld, so mag das halt. Und ja, so wirklich ausschlaggebend war dann mein Jamaika-Aufenthalt im letzten Jahr, Februar, mit Kitschkrieg, als wir Billie Holiday-Video gedreht haben. Da bin ich wirklich, weiß ich nicht, jeden Abend noch nach der Arbeit musste ich irgendwie raus. Die Trommel hat mich gerufen und war halt feiern, so wollte halt auch die ganzen Selektoren, so Ricky Trooper beispielsweise irgendwie, der hat halt um die Ecke im, im anderen Parish gespielt, irgendwie, da musste ich halt hin, wollte die Leute halt sehen, bin halt am ersten Abend gleich wieder so in Liebe gefallen mit den Leuten und der Musik dort und ja, dann kam halt eine Tour irgendwie, da habe ich auch jede Afterparty mitgenommen, irgendwie habe ich mich wieder warm geraved und ja, keine Ahnung, so mag es gerade auszugehen, zu tanzen so und Musik zu hören, irgendwie ja, erfüllt mich das so. Das war ja auch nicht dein erster Aufenthalt auf Jamaika, du warst ja schon öfter dort, ich weiß gar nicht, 4-5 Mal in der Zahl oder so? Es war häufiger, aber erzählen. Noch häufiger? Ja. Ja, ja. Nee, die Frage sollte eher darauf abzielen, so ob das dann auch immer so krasse Partyurlaube waren oder wie man sich das so vorstellen kann. Was hat der junge Tretti auf Jamaika getrieben? Ja, also Party ist schon, also Musik ist da quasi überall. So und so Sound System Culture, ist halt, ich glaube, ich kenne keinen Ort, wo so brachial Musik gespielt und zelebriert wird. Irgendwie du fährst Moped irgendwie und hörst halt den Sound schon Meilen away so irgendwie und dann fährst du halt hin und schaust. So. Keine Ahnung, aber für mich ist Jamaika halt auch so, also ist eigentlich der einzige Ursprungsort, den ich jetzt so, wo halt eine ganze Insel quasi so einen Sound zelebriert, egal ob jung oder alt, das kannte ich halt von nirgendwoher und das hat mich irgendwie ja, abgeholt und auch geprägt, so, keine Ahnung, so, wenn ich jetzt zurückschaue, so die letzten 20 Jahre, 30 Jahre, so, das ist halt der Sound irgendwie oder ich war halt mal 10 Jahre nicht dort und dann halt letztes Jahr das erste Mal wieder und hab mir gedacht, Alter, wie konntest du so lange nicht da hinfahren? So, weil ich habe halt die Möglichkeit, so als Allmann kann ich halt mir Geld leihen oder was auch immer und ein Ticket buchen und da hinfliegen und dort Vibes tanken. So, das ist halt geil irgendwie, das erfüllt mich. Ja, ja, voll. Also steht auch die nächste Jamaika-Reise auf dem Plan, wenn hier das, der ganze Trubel vorbei ist. Ja, die Frage ist, wann ist der Trubel vorbei? Stimmt, das ist wohl eher die Frage. Jetzt musst du dir kein Geld mehr leihen. Ich habe schon wieder Bock, ich muss mir kein Geld leihen. So die alten, die Jamaika-Reisen aus den 90ern endlich zurückzahlen. Genau. So. Nee, also ich habe Bock jetzt schon wieder so, vermisse es auch. Aber ja, also letztes Jahr echt dreimal da gewesen, so das genügt dann auch erstmal so. Ne? Was auch auffällt, wenn man das neue Album in Händen hält, ist, dass du halt in Sachen Albumtitel einen Joker gezogen hast, den man eigentlich nur einmal ziehen kann. Du hast das Album nach dir selbst benannt. Auch das ist ja ein Move, der, sag ich mal, gewagt ist, so, oder den Künstler eigentlich immer halt machen, wenn sie so ihr persönliches Album machen, so das eine persönlichste in der Legacy. Wie kam es dazu, dass ihr das Album Trettmann genannt habt? Ja, im Endeffekt mündet halt alles so, ne? Alles mündet irgendwie in diesem Album so. Momentan, das heißt nicht, dass es nochmal ein persönlicheres Album, also dass es kein oder noch ein persönlicheres Album geben wird, aber irgendwie ist das halt so der Style so, ne? Das Ding ist irgendwie fertig. Ich bin reif als Mensch und das ist mein Sound und das ist das, was ich zu sagen habe so und
daher der Name so, ja, irgendwelche Wortspiele, die I2 und dies und das, aber es war alles nicht so proper, als es quasi nach mir zu benennen. So, es ist halt ja auch alles persönlich, so ist alles live und alles real. Ja, und passt irgendwie auch gut in dieses minimalistische Konzept, was ihr ja eigentlich auf allen Ebenen auch fahrt, irgendwie, ne? DI2 fände ich zu klamaukig, so, für deinen Sound zu klamaukig. Ja, und das gab es ja auch schon 100 Mal irgendwie, ne? Dann so Zahlenspiel im Wort. Ja. Ein Song, der halt ganz besonders raussticht, so, und ihr habt den letzte Woche auch ausgekoppelt, was mich wirklich sehr gefreut hat, ist Stolpersteine. Weil ich würde behaupten, dass es so einen derartig politischen Song in der bisherigen Trettmann Kitschkrieg Legacy so noch nicht gab. So, du erinnerst halt an Menschen, die in der Zeit des Nationalsozialismus verfolgt wurden, deportiert wurden, ermordet wurden, und machst quasi aufmerksam auf eine sehr, sehr coole, ich weiß gar nicht, ob man es Kunstkampagne nennen sollte, oder auf ein sehr, sehr cooles Projekt, das Stolpersteine-Projekt. Hast du es auf dem Splash auch, glaube ich, zum ersten Mal gespielt, das Lied? Da habe ich es zum ersten Mal gehört, auf jeden Fall. Nee, ich war auf dem Heroes, habe ich es gesungen, glaube ich. Ich glaube, ein, zwei Mal vorher schon. Genau. Aber Splash war natürlich der Moment schlechthin. So. Ja, und da war es dann riesig im Gespräch, und du hast auf der Bühne den Song Björn Höcke und seiner Gang gewidmet, was natürlich auch verrät, dass der Song auf eine gesellschaftliche Stimmung anspielt, die du zurzeit so wahrnimmst. Oder? Ja, voll. Weiß ja auch jeder, und im Endeffekt geht es ja, oder es geht darum, und das impliziert ja auch dieses Projekt, der Stolpersteine eben halt nicht zu vergessen. So, ne? Darum geht es hauptsächlich, gar nicht so Fingerzeig dort und dort, sondern es geht grundsätzlich darum, schaut irgendwie, was ist hier passiert, es ist noch gar nicht so lange her, und ja, was geschieht irgendwie gerade jetzt irgendwie, was sagen die Leute irgendwie, wie weit sind die Leute eigentlich heutzutage entfernt? Hätten die Leute damals NSDAP gewählt? Ich glaube ja, so, ne, irgendwie, genau. Ja, genau, das ist ein wichtiger Punkt. So, ich wollte dich nämlich eigentlich fragen, warum du Gedenkkultur an sich so für wichtig hältst. Und dann habe ich mir die Frage eigentlich selber beantwortet. Irgendwie der beste Beweis dafür, warum Gedenkkultur wichtig ist, ist zum Beispiel, dass ein Björn Höcke vom Mahnmal der Schande spricht oder so. Also, der neuen Rechten ist es ein Dorn im Auge, dass man an den Nationalsozialismus erinnert, irgendwie auch öffentlich und in den Stadtzentren und vielleicht auch durch ein Stolpersteine-Projekt. Genau, ja. Und was auch sehr interessant ist in dem Kontext, ist, dass ich tatsächlich durch dich nochmal so ein weiteres Mal auch auf die Stolpersteine aufmerksam geworden bin, aber nicht jetzt durch den Song, sondern durch einen Song, den du 2015 gemacht hast. Ja, das fällt noch in die Ronny-Trettmann-Ära. Und war quasi, also du hast ihn damals veröffentlicht, als Pegida und Legida so aufkam. Und hast in einem Taz-Interview schon von den Stolpersteinen gesprochen und meintest, als, glaube ich, Legida zum ersten Mal durch Leipzig marschiert ist, dass du an dem Tag zu den Stolpersteinen gehen wirst und da Kerzen aufstellen wirst, in Gedenken an die ermordeten Juden im Nationalsozialismus, und dich danach der Gegendemo anschließen willst. Genau, also ja, du siehst, also dort, wo ich wohne, in so einem alten Gründerzeitviertel, begegnest du dem halt überall, so, ne? Und das ist halt gut, so, weil wenn wir nicht aus den Fehlern lernen der Vergangenheit, so, ist einfach so, was haben wir dann? Dann wiederholt sich ja alles immer wieder, und das darf sich garantiert nicht wiederholen. Ja, und in diesem besagten Taz-Interview hast du damals schon gesagt, dass du Angst davor hast, dass Deutschtümelei, Nationalismus wieder die Oberhand gewinnen und legitim werden. Und lagst mit der Befürchtung ja leider sehr richtig, wenn man jetzt irgendwie 4 Jahre später oder 4,5 Jahre später so auf das Zitat zurückblickt oder auf diese Phase. Wie würdest du so diese Entwicklung bewerten seitdem? Es wird ja alles dystopischer so. Ja, also ich muss sagen, es gab schon Leute vorher in meinem Freundeskreis, die immer meinten, nee, Alter, was geht ab und so weiter und so fort. Schau mal, das fühlt sich an wie 20er, 30er Jahre Deutschland. Und ich war ziemlich spät eigentlich, muss ich sagen, bis ich quasi gerafft habe, was da irgendwie geschieht. Und ich glaube auch noch nicht, dass es jetzt irgendwie mit der Landtagswahl vorbei sein wird oder so, sondern das wird uns noch ziemlich lange beschäftigen. Und ja, insgesamt macht es mich nach wie vor fassungslos, quasi, also ich komme da nicht drüber hinweg. So. Ja.
Und ja, jetzt am Sonntag ist Landtagswahl in Sachsen. Du lebst nach wie vor ja in Leipzig. Was wäre denn die maximal krasseste Reaktion darauf? Also mal angenommen, eine AfD kriegt da die meisten Stimmen, koaliert irgendwie künftig mit einer CDU. Ist das dann auch ein Auslöser, vielleicht wirklich zu sagen, gut, man geht da weg? So? Ja, muss man schauen. Ne? Es ist ja grundsätzlich auch die Frage, wie lange widmest du quasi dein Leben irgendwie diesem Kampf? Aber momentan braucht es Leute, die da bleiben und das Banner hochhalten. Und also wie viele Leute sind das? So, es sind irgendwie, weiß ich nicht, 20-30% und repräsentiert halt immer noch nicht irgendwie die Mehrheit. Und meiner Meinung nach auch nicht dieses Land und auch nicht eine Stadt wie Chemnitz oder Dresden oder Leipzig, ne? Auch wenn es viele sind und man manchmal das Gefühl hat, irgendwie, jo, wo bleibt der Gegenprotest, dies und das. Und da sind wir in Leipzig vielleicht ein bisschen besser situiert, aber... Ja, denke ich auch. Ja, du hast es trotzdem, ich habe erst auf Twitter gelesen, wo irgend so eine, ich weiß gar nicht, ob es eine Journalistin war, mit Migrationshintergrund eben halt in Leipzig zu Besuch war und es halt ganz anders wahrnimmt als viele der Leipziger, die eben halt hellhäutig sind irgendwie. Das ist dann nochmal eine andere Nummer. Insofern, es ist schon überall, es ist präsent auf jeden Fall. So, ne? Und es geht darum, halt kontinuierlich dagegen zu halten. So. Nicht nur einmal oder zweimal im Jahr mit einem Konzert oder irgendeinem Scheiß, sondern halt steady Kante zeigen. So. Ja, und es ist natürlich schon auch bedenklich, gerade wenn wir über so, sag ich mal, Größenverhältnisse sprechen, wenn man sich jetzt überlegt, am Wochenende bei Unteilbar in Dresden 40.000 Leute, das war aber auch bundesweit mobilisiert, ne, über Wochen und Monate. Und Leute, die in Dresden bei der Bundestagswahl AfD gewählt haben, 78.000 oder so. Das sind dann schon wieder doppelt so viele. Das ist krass, ja. Auf jeden Fall. Ja, gut. Ich fand auf jeden Fall, wie ihr das im Video umgesetzt habt, dann am Ende sehr, sehr stilvoll und sehr gut gelöst, weil wer es noch nicht gesehen hat, sollte sich es mal reinziehen. Ja, im Prinzip das Video ein schwarzes Bild ist und das tatsächlich die einzige Möglichkeit ist, dieses Thema wahrscheinlich irgendwie stilvoll in Visuals umzusetzen. So. Ja, fand ich auch. Es gab auch Überlegungen, was man macht irgendwie, aber im Endeffekt kannst du das alles nicht in... Also du kannst einen guten Film drehen vielleicht irgendwie, aber ob der den Zweck erfüllt irgendwie, der Song sagt alles und... mitunter ist es dann auch besser, eben keine Bebilderung zu liefern irgendwie und den Gedanken freien Lauf zu lassen. Weiß nicht, irgendjemand schrieb irgendwie, es fühlt sich an wie eine Schweigeminute, so ey, das passt halt. Ja, so, da ist, ne? Was dran, ja. Ist halt angemessen so irgendwie. Noch unterwegs, frühmorgens 4:30 wurde spät, zwei Finger rum in meinem Glas, zum Runterkommen auf dem Weg. Denk an dich heute vom Reef, würde dich gern wiedersehen. Warte mal kurz, bleib stehen, Steine aus Messing auf meinem Weg. Ja, was halt auch durchaus interessant ist jetzt an der neuen Platte, ist eben die Auswahl der Gäste. Du hast insgesamt drei Leute an den Start geholt. Das ist zum einen halt Keke aus Wien, das ist Ali Neumann und das ist Jizzes. Du hättest wahrscheinlich jeden anderen auch aufs Album holen können, wie ich die Situation einschätze, weil klar, jeder wahrscheinlich Bock gehabt hätte auch auf ein Tretti-Feature. Warum genau die drei Leute? Ja, warum? Also im Endeffekt war es so, dass das Album stand so, es hätte eigentlich der Feature gar nicht bedarft, so, aber Fissel hat mir die beiden Girls irgendwie vorgespielt jeweils und in Keke Chorus habe ich mich gleich verliebt und gefragt, hey, können wir das aufs Album irgendwie bringen? Ja. Und bei Ali Neumann war es auch so, dass er mir mehrere Songs vorgespielt hat und ich fand es halt geil. Er erinnert mich auch so an meine Kindheit, frühe Jugend, so NDW-Style, halt deutsche unbemühte Sprache. Und ja, Maxi Beide habe Keke noch nicht kennengelernt, aber mit Ali Neumann schon mal gefeiert, auf jeden Fall auf einer Preisverleihung und so sind... gute Leute und ich feiere halt ihren Sound und es passt halt auch zum Album. So. Ja, voll. Ich fand das interessant und es ist natürlich mal wieder ein Zeugnis auch davon, dass Fizzle die Fühler einfach übelst weit offen oder sagt man offen hat, ausgestreckt hat. Ne? Wenn man echt
Leute derbe früh ahnt, so, weil also sowohl bei Ali Neumann als auch bei Kike kann man festhalten, dass es ein starkes Statement ist, sie auf so ein großes Album irgendwie zu platzieren, weil beide in Rap-Kreisen noch relativ unbekannt sind zum jetzigen Zeitpunkt, beide enorm talentiert sind und ja, sehr meinungsstarke Vertreterinnen sind, auch von neuen weiblichen Empowerment im Rap oder in der ganzen Popkultur. Das ist ja eh irgendwie ein Skill, den man dir so zuschreiben kann. Du hast Josie Miller Ewigkeiten mit auf deiner Tour und so, ne? Ich nehme dir auch voll ab, dass du da Bewusstsein für hast, irgendwie so Statements zu setzen und so. Viele Leute fragen sich aber, wie geht das jetzt zusammen mit einem Jizzes-Feature? Ja, das stimmt. Und ich weiß auch, dass ich viele Leute enttäuscht habe nach all dem, was passiert ist irgendwie, und das tut mir auch voll leid, aber Jizzes und ich, wir haben halt eine Historie gemeinsam und der Output bei uns war, also die Songs, die wir zusammen gemacht haben, waren immer positiv und selbstreflektierend, und dazu kommt halt auch noch die Freundschaft. Also ganz klar, dass ich häusliche Gewalt verwerflich finde und richtig elend. Aber es gibt halt noch mehr Facetten als dieses Schwarz-Weiß in diesem Ding, und ich habe mich damit auch nicht leicht getan, sondern es war ein Dilemma und wirklich sehr lange überlegt, was man macht, und nach einem persönlichen Gespräch mit ihm habe ich mich dazu durchgerungen, ihn auf meinem Album stattfinden zu lassen, weil er hatte sich das auch lange vorher schon gewünscht. Irgendwie hat er gesagt, Retti, eine Platte machst, so, ich will dabei sein. Und ja, im Endeffekt muss man halt schauen, was das macht, so, weil wir alle wissen es noch nicht, so, weil es hat zwar den Anschein, ich biete ihm da eine Plattform, aber ich habe eben halt auch mit ihm gesprochen, und ich glaube an den Dialog bei der Sache auch. Gerade eben auf der persönlichen Ebene, glaube ich, bringt das mehr als ihn jetzt auszugrenzen oder ihm nie wieder eine Plattform zu bieten, so wie es die Leute halt fordern, sondern ich glaube daran, dass also Menschen begehen Fehler, und ich glaube trotz allem, dass er eine Chance verdient hat, und die Zeit wird irgendwie bringen, so. Ob das ein Fehler war, auch meinerseits, oder eben halt nicht. Ja, mir war jetzt ja auch gar nicht bewusst, woher auch irgendwie, dass ihr gerade zu dem Thema auch Gespräche geführt habt, ne? Oder da auch im Austausch standet, oder dass dir überhaupt bewusst ist, ich habe es nur vermutet, dass es vielleicht problematisch sein könnte, mit so einer Person zu arbeiten, aber das scheint ja eh auch ein großes Thema gewesen zu sein, und ich fand, es war von Anfang an, so ganz ehrlich, also wir alle wissen, wofür die Art von Rap steht, so, und ich muss sagen, die Leute haben mich gepickt damals, so, die haben meine, nenn es Conscious-Nummern, so eine Nummer wie Skyline irgendwie gepickt und gepostet, haben mich mit auf Tour genommen und haben quasi auch ihre Zuhörerschaft für meine Botschaft geöffnet, so, und klar bin ich ihnen verpflichtet irgendwie, aber ich hätte auch sagen können, nein, das ist ein No-Go, wir lassen das jetzt, aber wie gesagt, im Endeffekt glaube ich an den Dialog und auch an eine Zusammenarbeit, wenn es denn einen positiven Output hat. Und das will ich auf jeden Fall garantieren auf den Songs, die wir zusammen machen. So, jetzt kannst du natürlich seine Lyrics auf dem Feature nehmen und sagen, ja, was, Jizzes, hat hier niemand was zu sagen und so weiter und so fort. Aber ich finde, ja, ne, also auch das ist eine Aussage, und man so zwischen den Zeilen liest, irgendwie sagt das halt auch viel, so letztendlich. Und ja, wie gesagt, wir sind alle Menschen und begehen Fehler, und ich finde, jeder hat eine zweite Chance verdient. So. Ja, ich will da jetzt auch gar nicht tiefer graben oder irgendwie rauskitzeln, wie er sich dazu jetzt irgendwie verhält, dies, das. Aber das würde ich auch nicht erzählen, weil es ein Gespräch unter vier Augen. So. Voll, aber du verstehst den Unmut einiger Leute in dem Kontext, dass jetzt irgendwie so ein Feature announced ist und so. Und das ist auch okay, und es ist gut, dass es die Leute gibt. Ich kann die Entscheidung backen, so, wie gesagt, die Zukunft wird es bringen irgendwie, und es tut mir auf jeden Fall leid, da auch Leute verloren zu haben, die ich schätze, aber es ist für mich nach all dem die ehrlichste Entscheidung, so, die ich, also
die ich treffen konnte. So. Und ich habe mich, wie gesagt, nicht leicht damit getan. So. Aspekt, der im Trettmann-Kontext irgendwie immer wieder aufploppt, ist einfach der, dass sich wirklich alle, und das schreiben auch viele Zeitungen, das schreiben inzwischen sogar Spiegel und Stern und so, alle darauf einigen können, was du da machst. Und das ist ein ziemliches Alleinstellungsmerkmal von dir, würde ich fast behaupten, in diesem ganzen Rap-Kontext. Wie erklärst du dir dieses, alle können sich auf Trettmann einigen? So, was da irgendwie das Geheimrezept? Es ist nicht so, dass ich jetzt irgendwie, also es können sich nicht alle auf mich einigen, so, weil es gibt ja ein paar Leute, die man auch vor den Kopf stößt mit einem Song wie Stolpersteine, und das ist auch gut. So. Okay, ja, stimmt, okay, so. Da hast du recht. Nee, aber ich weiß, was du meinst. Ich glaube, das ist, ist auch kein Konzept, jetzt irgendwie allen gefallen zu wollen, auch wenn ich ein sehr harmoniebedürftiger Mensch bin, irgendwie, deswegen mache ich auch keinen Battle-Rap oder Gangster-Kram irgendwie. Ich glaube, es ist eher so dem Alter geschuldet und ja, keine Ahnung, wie lange höre ich Musik so, ne? Ich hatte auch meine Phasen, wo ich Ice Cube und Lynch Mob und N.W.A. gehört habe, Tim Dog und hast du nicht gehört so, aber am Ende des Tages so brauche ich Musik, die mich aufbaut so, und das ist auch das, was ich den Leuten geben will, so irgendwie, weil, ja, ich glaube einfach daran, dass es gut ist, so, weiß ich nicht, so, weißt du, ich meine, so, gibt so viel Scheiße irgendwie, und selbst gut, es sind viele sad Songs, traurige Songs irgendwie auch in meiner Diskografie, aber ich weiß auch nicht, ich bin auch ein Mensch, der irgendwie aus traurigen Songs irgendwie schöpfen kann und den das quasi aufbaut, und man fühlt sich irgendwie eins mit dem Schmerz und dem Leid des Interpreten irgendwie und wandelt das irgendwie um in Positives. Ja. Irgendwie gelingt mir das so. Voll, ja. Und ein trauriger Song ist ja nicht gleich irgendwie ein destruktiver oder negativer Song. Überhaupt nicht. Das ist vielleicht da der Schlüssel, dass du das tatsächlich nie gemacht hast. Also der einzige Song, der mir so einfällt in der Tretti Legacy, der auch so ein bisschen mit dem Finger auf, sag ich mal, andere zeigen, natürlich aber auch in einem Rahmen, den ich sehr gut nachvollziehen kann, ist dieser Nie sein wie du. Ha, okay. Also das ist eigentlich der einzige Song, wo du aktiv Disses austeilst. So. Schauen. Ja, aber das war auch so eine Zeit, wo halt, ich weiß nicht, kennst du auch aus der Dancehall und so, und ja, anyone will try to be me und so weiter und so fort. Nein, ich wollte nie sein wie du, Dicker. Nein, ich bin anders. Ne? Ist eigentlich, ist ja auch kein, ich nenne ja keine Namen irgendwie, und ich habe auch niemanden im Kopf dann wirklich. Es war einfach die Menge an Songs, die quasi meinten, okay, man copycatted von irgendjemanden. So. Ja. Nee, das ist halt nur so ein Aspekt, den ich nochmal ansprechen wollte, weil ich finde es so interessant, dass junge Leute, alte Leute, Rap-Fans, Reggae-Fans, Feuilleton, die Kids, die auf der Straße abhängen, dass sich irgendwie tatsächlich alle Leute auf Trettmann halt einigen können. Das finde ich ein Phänomen. Ich kann es aber irgendwie gut nachvollziehen. Es liegt natürlich an einem positiven Vibe, es liegt aber auch, glaube ich, sehr viel an Kredibilität und eben an diesem DIY-Aspekt, den die Leute wahrscheinlich feiern. Plus natürlich irgendwie deine Person. Ich glaube, das hat gar nichts mit Alter zu tun oder so. Okay, was es natürlich auch noch sein kann, ist so, ne, ich schöpfe ja auch aus all diesen Sounds, ne? Irgendwie aus Übersee, UK, ja. Afrika, und hast du nicht gehört irgendwie, und irgendwie fließt das ja auch alles ein. So. Weißt du, wie ich meine? So, ich bin, im Endeffekt sind es, meine Melodien sind so die, all die Melodien und Songs, die ich irgendwann mal gefressen habe und die ich liebe, irgendwie genauso. Die Botschaften natürlich irgendwie, ne? Das könnte eventuell, also du bündelst, auch was machen. Bündelst da halt ganz viel, ja. Natürlich. Und auch voll. Ganz viel Musikgeschichte. Ist voll, schon echt, voll. Ja. Kommen wir irgendwie zur letzten Frage. Ich meine, du bist jetzt 45 Jahre alt, dein Karriereverlauf ist zwar irgendwie nicht vergleichbar mit irgendeinem anderen, aber trotzdem bist du halt nicht irgendwie 21. Und so wie die letzten Jahre verlaufen sind, könnte man jetzt meinen, das geht irgendwie ewig so weiter. Wie ist das denn geplant? Wie bringt man das am Ende irgendwie rund über die Bühne, so als Kreis, als Hip-Hop-Kreis. Als Hip-Hop-Kreis. Nee, ey, ganz ehrlich, so, also ich saß neulich bei mir irgendwie auf dem Balkon und habe gedacht, okay, wie geht das weiter? So, wo sehe ich mich in 10 Jahren und so weiter? Und das war auch schon alles so. So, weißt du, wie ich meine? Ich habe keinen Plan. Nicht, ja. Und im Endeffekt war es auch immer so. Und ich glaube, eventuell macht es das auch aus, eben keinen Plan zu haben und es nicht irgendwie zu konstruieren oder
wie Raff sagt, irgendwie mit 40 kannst du kein MC mehr sein und so weiter und so fort. Ich sehe da keine Limits irgendwie und ich will so lange das tun, was mich irgendwie happy macht, wie es halt möglich ist. So. Und ich hoffe, ich schaffe einen Absprung irgendwie, wenn es dann halt zu viel wird für die Leute, dass ich mich da selbst noch irgendwie raff. Aber keine Ahnung, so unmittelbar das Übliche, ne? Musik machen, Touren, mal wieder nach JE fliegen, so ja. Das Leben zelebrieren, so gute Zeit haben, so. Bin halt voll gespannt, wie das weitergeht, weil ich es irgendwie so wachsen sehe irgendwie und auch so rasant wachsen sehe über die letzten 2-3 Jahre irgendwie. Es fühlt sich schon so an, als seist du ewig am Start, auch mit der Art von Mucke, die du da gerade machst, aber das stimmt ja so gar nicht. Und bin gespannt, was da alles noch so kommt. Jetzt erstmal zweites Album, neue Tour, glaube ich, im November, ne? Genau, November, Dezember. Quasi alle Festivals abgerissen, es könnte nicht stabiler sein. Trettmann, ich danke dir. Ich danke. Alles Gute dir. Ja, Mann, dir auch. Nice. Wir sehen uns bald wieder. Das war das Nice Trail Magazine. Ich bin Alex und das war Trettmann. Wir sehen uns bald wieder. Peace out.